Also gerade ist der Wind so stark, dass so einige Blätter runtergeweht wurden. So, der Veteran wurde erstmal lahmgelegt. Und jetzt hau den Bogenschützen um. Oder auch nicht. Okay, Illego, sag ich schon. Hieb des Wächters! Nochmal, Hieb des Wächters! Waldläufer kürze Fall der Macht und damit dürfte es gewesen sein. Ja, Wolski, der ist auch weg vom Fenster. Und Idria steigt auf. Wie schön. Keine Schätze, war klar. Alle Runen gefunden. Finde 7 Zwergenrunen, Idrial. Das war ihre zweite Quest. Jetzt kommt Illeghost an die Reihe. Und da hinten sehe ich noch eine Truhe, die wir gleich mitnehmen werden. Atlasblätter. Lembersblätter. Und nichts mehr. Schade. Gut, dann sind wir in diesem Bereich tatsächlich durch. Und wir können in den vorigen Bereich zurückkehren, denn dort ist auch noch ein Speicherpunkt für uns. Denke mal, das dürften wir noch schaffen. Eine Stunde 33 schon wieder. Meine Fresse. Wahnsinn. Ich habe übrigens die gestrige Session schon hochgeladen komplett. Also, ja. 9%. Yay! Mensch, wir haben diese Session 5% geschafft. Wow! Bin ich gut oder was? Entschuldigung. Ist klar. Und ein Kampf. Ui! Zwei Waage und ein Bogenschütze. Führerschaft, Gunst der Gefährten. Warum ist das jetzt wieder so teuer, sag mal? Hatten wir es nicht vorhin günstiger? Lemos Angriff! Legt den zweiten Waag lahm! Sehr schön. Ey! Führerschaft! Kampfesmut! Und der Gruppenwiderstand ist da! Jawohl! Sehr schön! Ideal! Schwertkunst! Hieb des Wächters! Auf den Bogenschützen, der ist noch gar nicht rangenommen worden. So, jetzt aber. Daneben! Hau nochmal daneben, komm! Ach, schade. Verdammt. Pfeil der Macht auf den lahmgelegten. Lykaner, wollte ich schon sagen. Nein, Waag. Ich komme schon ganz durcheinander. Lykaner, Waag, was denn nun? Mensch. So, der ist schon mal erledigt. Hieb des Wächters! Und weg ist er! Jawohl! Und nochmal Fall der Macht, weil es so schön war. Der lebt immer noch. Unglaublich. Hieb des Wächters! Kann immer noch nicht Ecphelion Zorn. Sag mal, was machst du denn da? Unfassbar. Aufstieg für Birithor. Sehr schön. Die anderen beiden steigen leider nicht auf, aber Hertot steigt auf. Und wir kriegen nochmal ein paar Blätter. Schön. Jetzt werde ich aber gleich erstmal schön die Stats wieder auf... Ach nee, brauche ich gar nicht. Gut, Geschick und Tempo. Idria betritt jetzt auch mit der Stärke die 30er. Wunderbar. Und alle sind über 1000. Ist das schön. Wunderbärtchen. So, habe ich irgendeinen Ausrüstungsgegenstand vergessen? Halt. Die Wanderaxt, genau, die habe ich vergessen. Die aber schwächer ist. Na, ist egal, komm. Nimm sie einfach. Ich benutze sie ja sowieso nicht im Kampf, also von daher. Dann gehen wir mal hier weiter. Achso. Fähigkeiten, Birithor. Führerschaft, Vorstoß. Nicht alle zurück. Alle zurück ist eine Kackfähigkeit. Und er lernt im nächsten Kampf Ecthelion Zorn. Sehr schön.
Wunderbar. Das läuft richtig gut, liebe Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie es läuft. Und auch das Spiel generell. Auch die Atmosphäre von dem Spiel dazu. Und ein Palantir. Hier. Okay. Interessant. Oh, das sind ein paar mehr. Gunst der Gefährten! 4 Gegner stehen mir gegenüber. 2 Waage und 2 Bogenschützen. Okay, die Kombination hatten wir aber auch schon mal. Erstmal schöne Dusche für die Waage. Für einen von denen jedenfalls. Haha, daneben. Haha, nochmal daneben. So, und den zweiten Wag werde ich erstmal lahmlegen. Von mir aus soll der andere ruhig angreifen, aber Hauptsache einer von denen ist erstmal auf Eis. Okay, Birator. Dann lerne mal schön dein Exilion-Zorn. Jawohl, wie daneben. Geht ja wohl gar nicht. Ui. Au, noch ein Treffer. Das geht doch nicht. Oh oh. Warte mal. Seid ihr gleich mal. Alter! Seid ihr gleich mal fertig? Daneben! Gezielter Schuss auf den Bogenschützen! So! Weg ist er! Tot ist er! So, ein Imperator kriegt erstmal eine Heilung. Und dieser kann auch erstmal einen schönen Hieb des Wächters ausführen. Ey, komm, mach eine Zorn der Zitadelle. Und weg ist der nächste Wag. Ich wollte schon wieder Lykaner sagen. Ich weiß nicht warum, aber das Wort hat sich irgendwie eingeschlichen bei mir gerade. Es hat sich einfach mal eingeschlichen. Es war einfach da. Zorn des Lautwassers! Weil das Wasser immer so laut ist. Ha! Ha! Ah! Was für ein Gag, du. Meine Güte. So, der Bogenschütze kriegt auch nochmal einen von Latz. Daneben! Und nochmal. Pfeil der Macht. Und das war's. Sehr schön. Läuft. Und Illegos steigt auf. Wunderbar. Gibt noch mal ein paar Blätter. Und weiter geht's. Weiter geht's im schnellen Tempo. Wozu die langen Pausen? So. Sehr schön. Dann werde ich gleich erstmal zum Speicherpunkt der Totenstadt gehen. Dort noch mal speichern, damit unsere Charaktere sich wieder schön aufladen können. Wir sind echt ziemlich weit gekommen, muss ich tatsächlich sagen. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, kommen wir tatsächlich dazu, den nächsten Bereich noch zu betreten, was natürlich richtig cool wäre. Dann würden wir dann eventuell noch den Schattenmodus mitnehmen. Mal gucken. So, Totenstadt, 3 Stunden 26. So, dann gehen wir mal weiter. Schreiten weiter voran. So. Diesmal können wir, glaube ich, die goldene Mitte nehmen. Nee. Links müssen wir. Links. Links, 2, 3, 4. Entschuldigung. Da müssen wir hin. Genau. Das ist der richtige Kurs. So, dann werden wir erstmal kurz die Stats von Illegos noch ein bisschen steigern. Geschick und Tempo. Aber keine Taschentücher. Das habe ich mir gedacht. Ja, gezielter Angriff. Das hört sich sehr gut an. Vorstoß, okay. Heldenmut. Jo.
Jo. Okay. Gut, dann betreten wir jetzt also diesen Bereich jetzt wirklich. Und gleich leuchtet erstmal das Palantir auf. Gorgoroth-Asche, Zwergenbier und das war's. Ich hätte also auch theoretisch hier hinrennen können. Aber okay. Ist einfach mal nichts passiert, ich speichere trotzdem ab. Macht ja nichts, ist ja kein Problem. Die Krypta. Okay. Und der nächste Kampf. Los geht's. Schon wieder drei Waage. Okay, jeder hat seinen Vorsicht. Los geht's. Zorn des Lautwassers. Gunst der Gefährten, ne? Daneben! Das war ein Treffer. Okay, jetzt demonstriere ich euch die Macht von Ecthelion Zorn. 1, 2 und 3! Und immer noch nicht tot. Scheiße. Pfeil der Macht. So. Sehr schön. Er hat noch einen Critical mitgekriegt, das ist doch gut. Und den ersten Wag hauen wir um. Wunderbar. Ey! Macht der Gefährten. Fall der Macht. Und tschüss, Mann. Kampfesmut! Also ich jubel meine Verbündeten ordentlich hoch. Beziehungsweise meine Charaktere. Und das war's. So muss das sein. Und Idrial steigt auf. Wie schön. Illegos, Wildleder-Wämste Dunedain. Oder Wams, oder wie auch immer. Also jedenfalls ein Harnisch für Bogenschützen. Wenn er jetzt bekommt. Und der steigert sein Tempo, sein Geschick, genau, sein Geschick und die Rüstung sowieso. Hervorragend. Gut. Und Idrial ist ja aufgestiegen, die gute... Hui, sie ist ein Lorien-Hauptmann. Eieiei. Nehmt euch in Acht, oh. Jetzt ist sie ein Hauptmann. Gut, also Hauptmann ist die nächste Rangordnung. Also vorher waren sie ja mal Speer, jetzt sind sie Krieger und als nächstes Volk wurde er Hauptmann. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir machen gute Fortschritte. Auch wenn ich viel am Speichern bin, ich weiß. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft ich gespeichert habe. Und dann am Ende des Let's Plays könnt ihr es mir mal erzählen. Das würde mich mal interessieren. Gibt es hier noch eine Truhe? Ja, da hinten ist noch eine. Die würde ich gerne mitnehmen. Den Kampf nehmen wir natürlich dann auch noch mit. Nochmal drei Waage. Okay, das ist nochmal dasselbe in grün. Sehr schön. Ihr kennt ja die Taktik inzwischen von mir. Aber ich wundere mich, dass die Kosten zuerst wieder bei 120 waren. Jetzt sind sie wieder bei 90. Irritiert mich ein bisschen. Kann ich ja machen, ne? Kampfesmut! Sehr schön!
Weitläufe Künste, Fall der Macht auf den geblockten.